Mit diesem Video möchten wir den Hochschulsport der Universität Augsburg für den ADH-Förderpreis Nachhaltigkeit 2024 bewerben. Ja, der Fokus soll auf unser nachhaltiges Veranstaltungskonzept gelegt werden, das wir schon über 20 Jahre so durchführen. Wir zeigen euch, durch welche Maßnahmen wir die Uni-EM der Universität Augsburg an unserem Sportzentrum zu einer ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltigen Veranstaltung machen. Dabei orientieren wir uns am Leitfaden Nachhaltigkeit im Hochschulbetrieb vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf folgende Punkte. So schauen wir zum Beispiel, dass wenn Teams Müll rumliegen lassen oder ähnliches, dass wir die in der Tabelle gleich mit Punktabzug bestrafen, um hier für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Ich erinnere nochmal daran, bitte nehmt allen Müll von den Spielfeldern weg. Damit erleichtert ihr uns einiges an Arbeit. Dankeschön. Dieses Jahr stand bei uns das Leistungsprinzip nicht unbedingt an Nummer 1. Deswegen war es für uns auch wichtig, von der Turnierleitung ein Fairness-Abkommen zu schreiben, das dann alle auch unterschreiben, alle Teams. Bei der Prämierung der Trikots wird bei uns sehr auf Nachhaltigkeit gesetzt. Das heißt, das Gewinnerteam sollte bestmöglich das Trikot von letztem Jahr wiederverwendet haben. Im Sinne der Nachhaltigkeit haben wir alles auf Mehrwegsystem umgestellt und wir bieten viele vegetarische Alternativen.